Juhu und herzlich willkommen zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Rider East Attorney. Wir sind gerade bei der Zeugenaussage von Smiles, then let's go. Ich kann erklären, warum ich die andere Kiste nicht gesehen habe. Das Licht im Frachtraum war nämlich nicht an. Doch ich war natürlich nicht allein. Der beste Freund eines Wachmanns ist schließlich seine treue Taschenlampe. Aber nicht vergessen, die Notbeleuchtung war an. Also konnte ich immerhin etwas im Halbdunkel erkennen. Ich sah dieses Mädchen direkt vor dem Besatzungsmitglied stehen und dann hat sie zugeschlagen. Ansonsten war niemand im Raum anwesend. Ich schwör's bei meiner Wachmannsehre. Oh. Yeah, cool Opi mit seinen Falten. Einen Moment, bitte. Die Sicherheitsfirma hat angegeben, dass die Beleuchtung während der Patrouille die ganze Zeit angeschaltet war. Ja. Wissen Sie, so ganz offiziell machen wir es schließlich auch so. Aber all diese Lichtschalter können einem ganz schön auf die... Halt, stopp, Moment. Ich meine, um ehrlich zu sein, ein absoluter Experte wie meine Wenigkeit benötigt halt keine Beleuchtung, um seine Arbeit zu verrichten. Ja, genau. Nicht hiermit. Der fokussierte Strahl meiner treuen Taschenlampe schneidet durch die Dunkelheit wie ein Laser durch Schokolade. Möge der Zeuge die Taschenlampe bitte abwenden. Auch wenn die Justiz ab und an blind sein mag, ich will es nicht werden. Jawohl, Entschuldigung, Euer Ehren. Diese treue Taschenlampe wird nun als Beweis zur Gerichtsakte gelegt. Yeah, benutzt sie stets auf Patrouillen und ist mit Schokolade zugesaugt. Pfui, Spinne, was ist das denn? Was ist was, Euer Ehren? Diese Taschenlampe ist voller Zeugs und so klebrig. Aha, offenbart mein kleiner süßer Kumpel Ihnen einen Streich gespielt. Süßer kleiner Kumpel, meinen Sie etwa Ihre Schokolade? Jimmy hat seine klebrigen Fingerabdrücke überall auf der Taschenlampe hinterlassen. Ich geht's! Ich will sie wirklich nicht berühren. Nee. Die Verteidigung kann den Zeugen jetzt ins Kreuzfeuer nehmen. Then let's go, ab ins Kreuzfeuer. Kreuzverhör, ich kann heute nicht sprechen, das ist echt der Hammer. So, ich kann nicht erklären, wieso ich das gesehen habe. Den Ringen zufolge müssten die Lichter doch immer angeschaltet sein, nicht wahr? Nun, jetzt war es ganz unter uns. Also diese Beleuchtungsrichtlinien sind nicht gerade mein Spezialgebiet. Sogar ein Experte wie meine Wenigkeit hat so seine Schwachstellen. Also hat er mal soeben seine Pflichten vernachlässigt. Sie sind doch angeblich immer so konzentriert, gründlich, genau, ein echter Profi. Ja, das stimmt. So bin ich eben. Immer konzentriert, gründlich und genau. Außer wenn ich mal alle fünf gerade sein lasse. Ich strebe danach, ein ausgewogener Profi zu sein. Also, nun ja. Sogar Blind zweifelt so langsam an diesem Möchtegern-Profi. Yeah, nächste Frage. Doch ich war nicht alleine. Meine Taschenlampe war mit mir. Der beste Freund eines Wachmanns, meinen Sie damit wirklich diese kleine Taschenlampe? Yes, klein. Dies hier ist eine Sicherheitstaschenlampe. Schauen Sie kleine... Schauen Sie keine Krimiserien. Also wirklich. Taschenlampen sind cool, richtig cool. Um ehrlich zu sein, bin ich nur ihretwegen ein Wachmann geworden. Oh, total der Experte, wie man sieht. Ach wirklich, das nenne ich mal einen recht einzigartigen Grund. Ach ja, warum sind da eigentlich Schokoladenflecken auf Ihrer Sicherheitstaschenlampe? Ein stets bereiter Wachmann ist immer mit einer Taschenlampe und einer Tafel Schokolade bewaffnet. Jetzt braucht's... Jeder braucht noch Notfallverpflegung. Ich bin so heiß aufs Bewachen, dass die Schokolade förmlich schmilzt. Genau wie mein heißer Körper. Also stammen die Fingerabdrücke auf der Taschenlampe von seiner rechten Hand. Yes, that's korrekt. Aber nicht vergessen, die Notbeleuchtung war an, also konnte ich trotzdem was sehen. Die Notbeleuchtung? Die Angeklagte und das Besatzungsmitglied haben direkt unter dieser Notbeleuchtung gekämpft. Oh. Ja, ich kann sie sehen, dort im Hintergrund. Jawohl, Euer Ehren. Dieses rote Licht hat den Frachtraum immerhin ein bisschen erhellen können. Aber auf diesem Bild ist ganz klar die normale Beleuchtung angeschaltet. Ach so, das mein... Ach nee, warte, ich bin ja gar nicht schlüssig. Ich habe sie halt angemacht, bevor die Polizei aufgetaucht ist. Was?
Ich wollte meine strahlende Karriere als Sicherheitsexperte ja nicht durch meine persönlichen Regelauslegungen gefährden. Persönliche Regelauslegungen. Man kann auch sagen, dass man einfach dumm war und nicht die Regeln befolgt war. Ich bin schließlich ein Experte, wie jeder weiß. Und als solcher muss ich auch auf kleinste Details achten. Ein Experte im absurden Auslegen der Regeln vielleicht. Das war's dann aber auch schon. That's it. Ich sah dieses Mädchen und dann hat sie zugeschlagen, Patschi. Und sie haben das wirklich eindeutig sehen können? Jawohl, ich kam dort an, öffnete die Tür und dann zack! Genau in diesem Moment hat sie zugeschlagen. Meine Sonnenbrille hat es mir dann zugeflüstert. Jimmy, du bist leibhaftiger Zeuge eines gemeinen Verbrechens. Ey, wie lebendig die ganzen Teile von dem sind. Ey, voll komisch. Uff, hä? Besonders sagt er immer, mein kleiner Freund, die Taschenlampe, die Schokolade, bla bla bla, ey. Der hat ja sonst auch keine anderen Freunde. Moment mal, sie haben eine Sonnenbrille getragen? Na klar, mal ehrlich, ein Wachmann ohne Sonnenbrille ist kein echter Wachmann. Dieses Schätzchen ist meine zweite Haut. Herr Zeuge, Sie waren auf Patrouille mit einer Sonnenbrille? Yes, ich bin dumm. Aber klar doch, Jimmy Smiles ist immer sehr stilsicher und professionell unterwegs. Ich will irgendwie mal Jimmy Selfie lesen. Ist ein wenig Eitelkeit etwa ein Verbrechen? Tragen Sie Ihre Brille nicht auch aus dem Grund? Ja, ganz bestimmt. Eitelkeit? Ich trage sie, weil ich extrem kurzsichtig bin. Wie ich. Das ist ja definitiv. Also hat Jimmy seine Sonnenbrille sogar in diesem schlecht beleuchteten Raum getragen. Glaubst du, dass er wirklich irgendetwas gesehen hat? Nick, schau mal in die Gerichtsakte. Dort findest du vielleicht einen Widerspruch in Jimmys Aussage. Klar, ich schaue es mir mal an. Widersprüche. Mal sehen. Herr Zeuge, fahren Sie bitte mit Ihrer Aussage fort. So, eine haben wir nämlich noch. Ansonsten war niemand da, ich schwöre es. Wie kann es aber sein, dass Ihnen die andere Kiste nicht mal aufgefallen ist? Schlecht. Diese hier. Pau! Können Sie wirklich beweisen, dass sich keine dritte Person in dieser Kiste versteckt hat? Netter Versuch, aber bedauerlicherweise ist dies unmöglich. Wie bitte? Dieser Hafen ist mit Überwachungskameras ausgestattet. Die Aufzeichnungen jeder Nacht wurden bereits ausgewertet. Oh, und diesen Aufzeichnungen zufolge hat keine weitere Person das Schiff verlassen. Wenn es Sicherheitskameras gibt, die alles an Bord des Schiffs überwachen, dann ist unser Freund Jimmy doch eigentlich überflüssig, oder? Sag das doch nicht so laut, Maya. Obwohl sie recht hat, hat sie recht. Zurück zum Thema, bitte. Es gab also keine weiteren Eindringe. Jawohl, euer Ehren, das ist korrekt. Yeah. Okay. So, das war die letzte Aussage. Ach hey, das ist ja mal ein toller Wachmann. Und die Hüter des Rechts und der Ordnung. Da freut man sich ja, dass man solche Leute in solchen Positionen hat. Dieser Staatsanwalt hätte zumindest überprüfen können, ob die Beleuchtung auch wirklich an war oder nicht. Ja, das mag sein. Vielleicht hat ja niemand alle Details in diesem Fall richtig überprüft. Glaubst du das wirklich? Einige Aussagen dieses Wachmanns sind auf jeden Fall sehr seltsam. Mal sehen, was er zu sagen hat, wenn ich ihm einen Beweis präsentiere. Yes, den kriegst du nämlich jetzt ins Gesicht. Okay, also gucken wir das nochmal an. Also wir haben das Tatortfoto, die Polizeiakte, aber da haben wir eigentlich schon alles zu gehabt, so was so wichtig ist. Leichte Verletzung, Platzwunde am Hinterkopf, Tatwaffe, langes, stumpfes Objekt. Yeah. Und die Taschenlampe, die so voll verdreckt ist und ekelhaft angeschmordert. Okay, sah dieses Mädchen und dann hat sie zugeschaut. Ah, warte, direkt vor dem Besatzungsmitglied. Ja, das kann ja nicht sein, mein lieber Freund. Das kann ja nicht wahr sein. Hier steht nämlich Platzwunde am Hinterkopf. Aha, das geht hier so nicht. Sind Sie sich absolut sicher, dass die Angeklagte direkt vor dem Besatzungsmitglied stand? Absolut expertensicher. Sie haben sich die ganze Zeit gegenüber gestanden. Merkwürdig, denn das widerspricht ganz eindeutig dem Beweis. Was? Was reden Sie da eigentlich? Schauen wir uns mal das Attest des Arztes an. Der Schlag erfolgte nämlich von hinten auf den Hinterkopf. Hinterkopf. Verstehen Sie jetzt, worauf ich hinaus will? Wenn sich beide gegenüber gestanden haben, dann ist es unmöglich, dass das Opfer von hinten getroffen wurde. Jawohl, Verteidiger! Dramatic. Wow. Herr Zeuge, könnten Sie uns bitte diesen Widerspruch erklären? Genau.
Klären Sie uns bitte auf. Ich höre zum ersten Mal davon. Jawohl, eher nicht. Also, das ist komisch, nicht wahr? Ich bin mir professionell sicher, dass Sie sich gegenübergestanden haben. Ich finde das voll komisch, die Schokolade. Es scheint einfach immer wieder, der beißt da einmal rein und dann kommt sie so wieder weg, sie so nach. Oder der beißt einmal da rein und wirft das Stück wieder weg und nimmt sich ein neues. Ich schwöre es auf meine Tafel Schokolade, die mir lecker und heilig ist. Er scheint nicht zu lügen, aber dennoch. Hey Nick, schau mich an. Bong. Violet, was machst du da, Maya? Ich habe nur mal versucht, deinen Hinterkopf mit dem Rohr zu treffen, während du mich anschaust. Scheint unmöglich zu sein, vor allem für ein kleines Mädchen wie mich. Wie wäre es, wenn du derartige Experimente deiner Fantasie überlässt, Maya? Ich hänge nämlich an meinem Leben, weißt du? Zumindest konnten wir einige wichtige Indizien in Erfahrung bringen. Warte, ihr habt das Rohr hergekriegt. Erstens, der Zeuge ist ein Experte in Unzuverlässigkeit und zweitens... Die Staatsanwaltschaft hat in diesem Fall nicht besonders professionell ermittelt. Wenn mein Anwaltssinn mich nicht im Stich lässt, dann ist an diesem Fall einiges so richtig faul. Das ist die Gelegenheit. Was soll ich tun? Auf nicht schuldig plädieren. Plädieren, genau. Euer Ehren, die Verteidigung versichert ein weiteres Mal, dass die angeklagte Frau Sophie de Narrateur definitiv unschuldig ist. What? Das ist welch Unsinn. Kann jetzt ein doofer Zeuge weg, kann jetzt weg. Für wen halten Sie sich eigentlich? Sie stürmen hier rein und all diese lächeln Mutmaßungen, Mumpitz, Unsinn. So war es nicht geplant. Was war das jetzt? So war das nicht geplant? Aha. Ist das etwa alles nur inszeniert? Angesichts dieser überraschenden Entwicklung ist das Gericht der folgenden Meinung. Die Unschuld der Angeklagten ist keinesfalls bewiesen. Jedoch hat sich die Zeugenaussage eindeutig unzuverlässig herausgestellt. Das sieht schon besser aus. So langsam scheinen wir den Richter auf unsere Seite zu bringen. Einspruch! Vergessen Sie bitte nicht, dass die Angeklagte alle Anklagepunkte einräumt. Ihre Schuld steht also zweifellos fest. Die Angeklagte ist noch eine Schülerin. Da brauchen Sie schon mehr als nur ein Geständnis. Bislang wissen wir nur eins. Ciao. Dieser Herr Smiles ist kein Experte und ist recht kein zuverlässiger Zeuge. Und der so, ich armes Mäuschen. Moment mal. In meiner langen und erfolgreichen 6-monatigen Karriere. Was? Lang und erfolgreich. 6 Monate, ganz ehrlich. Ist mir das noch nicht untergekommen. Niemand hat je meine Professionalität und meine Expertise angezweifelt. 6 Monate? Das ist gerade mal die Probezeit. Ich frage mich, ob er überhaupt schon einen Vertrag hat. Sie behaupten, dass unser Goldlöckchen unschuldig ist und dass sie niemanden geschlagen haben soll. Und dass sie dieses Spielzeug nicht geklaut hat. Das behaupten Sie doch, Herr Anwalt, nicht wahr? Vielleicht ja doch nicht mehr. Ja, zumindest. Zumindest haben wir noch keinerlei Beweise dafür, dass sie das Spielzeug gestohlen hat. Ha! Jetzt hab ich sie rangekriegt. Wie dran gekriegt? Ich hab's, den entscheidenden Beweis. Den Beweis, dass das Mädchen den armen Bobby Bachelor entführen wollte. Was? Sie haben einen Beweis? Sogar Blind ist verdattert. Als ich das Mädchen am Tatort festnahm, hielt sie das in ihrer Hand. Sie schien es nicht mal zu bemerken. Was ist das überhaupt? Das sieht doch nach Bobby Bachelors Marke aus, euer Ehren. Nun, da Sie es erwähnen, an unserem Polizeimaskottchen hängt in der Tat eine Marke. Warum auch immer. Was ist da an der Marke eingraviert? Es sieht aus wie eine Adresse. Was, auf der Marke ist deine Adresse eingraviert? In der Tat, und zwar jene von Scotland Yard. Die Telefonnummer steht auch da. Wissen Sie, es handelt sich schließlich um Scotland Yards Maskottchen. Diese Marke, wurde sie wirklich von einem der Bobby Badger Spielzeuge abgerissen?
Jawohl, Herr Anwalt. Aber ich habe das Gefühl, die hat ja auch dieses Hexenproblem gehabt. Da ist bestimmt der Typ von Scotland Yard, also dieser geheime Ermittler, da auch auf sie zugekommen und hat ihr bestimmt das gegeben, damit, so die, damit sie die Adresse hat, wo sie sich anwenden kann oder so. Hätte ich jetzt gedacht. Die Verdächtige wurde gefasst, und zwar professionell auf frischer Tat, als sie dieses Spielzeug mitgehen lassen wollte. Die Marke wurde während des Kampfes abgerissen. Was? Dann wäre diese Marke ja... Wir haben hier den entscheidenden Beweis. Sie hat definitiv versucht, die Fracht zu stehlen. So, dann überprüfen wir nämlich im nächsten Part, ob das wirklich alles richtig ist oder ob Herr Smiles wieder nur Scheiße erzählt. Jo, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.